Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dead Island. Jetzt glaube ich Part 5, 5, 6. 6, egal, wir haben es aus den Augen verloren. Oh ja. Ja, wir nehmen alles am Stück auf, müsst ihr verstehen. Musst du verstehen, lieber Zuschauer. Ich sag ihr. Okay. Entschuldigung. Also, ich würde sagen, wir haben ja ein bisschen Cash jetzt. Ich würde sagen, wir reparieren auf jeden Fall mal die Sichel. Dann das Hackmesser, das Eigenbaumesser, das Tauchermesser würde ich jetzt schon nicht mehr sagen, oder? Nö. Das nimmt einfach nur noch Platz weg. Die Sichel? Ich meine, also das Eigenbaumesser ist gut, das Sag Hackmesser. Mal die Werte von der Sichel. Die Sichel, die ist richtig gut. Okay, ich würde sagen, wir machen mal Upgrades. Ne? Ja. Weil wir haben ja noch ein bisschen Kohle. Eine hinfällige Sichel, die machen wir auf jeden Fall hoch. Ja. Machen wir nochmal hoch, würde ich sagen, weil Haltbarkeit ist immer richtig gut, weil die hat dann eine gute Haltbarkeit. Okay. Sollen wir die schon auf ganz machen? Weil die hat dann gute Werte. Richtig gute. Ach komm. Seien wir mal nicht so knauserig, ist dann ja auch schon bald Weihnachten. Hackmesser. Ja, wir machen das Hackmesser ein bisschen hoch, kostet ja nicht viel. Das machen wir auch noch, aber die letzte Stufe nicht. Mach da nicht, du setzt eh nur zwei Waffen. Hier nicht so. Die Eigenbaumesser. Ja, das hat einen guten Schaden eigentlich. Du bist nicht Mama. Auf jeden Fall machen wir das bis hierhin. Dann können wir nämlich immer zwischen den beiden hier wechseln. Oh, nur noch 39. Ja, ja, passt schon. So, okay. Auf jeden Fall haben wir jetzt die Sichel. Und was für ein anderes Messer haben wir an? Ich weiß es gerade gar nicht. Oh, das schlechte. Tauchermesser. Nee, das wollen wir ja nicht. Wir wollen das Eigenbaumesser, ne? Jo. So. Okay. Dann mal auf in die nächste Quest, denke ich. Oder? So, ja. Fahr mal mit dem Auto. Das geht noch nicht, der ist noch nicht fertig, der Sack. Oh. Das braucht immer ein bisschen was. Ich hasse den Typen dafür. Braucht das richtige Zeit oder so? Ich hab null Ahnung. Ich hab das mit den Sanitärstypen gemacht. Oh, ja doch, wir haben das abgegeben, ja klar. Ja, dann war das fertig, aber egal. Shit antenna's too weak to reach past the island. We need a signal amplifier to cut through the static. Das dauert aber bis wir den bekommen, aber die Quest zu haben ist am Ende. Sure they got an amplifier there. We wouldn't last a minute against those things, but you, think you can get it for us? Natürlich. Ich muss zugeben, bisher das Spiel... 1000 EP und Cash. Sure. Alright, excellent. Ja. You bring it back as soon as you can. Das ist ziemlich cool, also... Ja, ja. Mir gefällt irgendwie alles an dem Spiel. Die Atmosphäre... Ah, wer würde das gehen? Grafik. Mhm. Die Gesichter. Penisanimation. Also, was machen wir? Scharfe Waffen verstärken, dass wir Haltbarkeit von scharfen Waffen erhöhen, dass wir Sprungangriffe den Schaden erhöhen. Okay. Oder dass wir zusätzliche Wut erzeugen. Das ist gut zum Raserei. Von Raserei. Ja, Rasereierfüllung ist gut. Dann Blutrausch, das ist brauchen wir erstmal nicht so. Hör auf, das zu machen, was du gerade machst. Was mach ich denn? Die TP brauchen wir eigentlich nicht, die Erhöhung. Die brauchen wir erstmal nicht. Ich würde sagen, entweder machen wir jetzt hier mal makabere... Also Im Kampf. Im Kampf, also du meinst, was immer so nützt, ne? Ja. Also Haltbarkeit oder Schaden? Schaden. Also ich bin eigentlich immer für... Ich würde sagen Haltbarkeit, weil die verlieren schon recht schnell Haltbarkeit. Ja, das ist wahr. Das habe ich gemerkt, weil also... Und 10% Haltbarkeit ist schon mal einiges. Okay. Auf. Jo, außerdem wir steigen jetzt bald ziemlich schnell Level auf und dann macht das eh keinen Unterschied mehr, dass wir gerade darauf geskillt haben. Dann haben wir eh bald irgendwie mit der Sichel alleine schon 100 Schaden. Mhm. Aber der soll jetzt mal das Auto fertig haben, weil ich will nicht zum Leuchtturm gehen ohne Auto. Das ist ziemlich scheiße. Dann mach noch irgendeine andere Mini-Quest. Okay, eine Mini-Quest. Hm. Da stand eben jemand an der Brüstung. An der Brüstung? Ah ja, der Typ da. Mal gucken, ob der eine Quest hat, ne? Ich glaube schon. Yo. Mike. Hallo. Your body's starting to rot. You smell that? No. We need to burn them before they start attracting more of these walking dead motherfuckers. Nein. Do me a favor. See if you can't get some gas from that station nearby. Alter, werf die doch einfach ins Wasser. Ist echt so. Und immer muss ein... Sehr schwierig. Muss das arme Mädel machen?
Nee, oder? Ich würde sagen, wenn wir mal dran vorbeikommen, ist es gut. Ja, nimm die einfach an, aber. Ich nehme die an, aber gezielt machen wir die nicht. Okay, ist zu schwer dafür. See if you can find a car. That way you can move more gas. Wir als Carsten-Gruppe LP können uns ja auch nicht alles leisten. Ein wunderschöner Name. Ja, ja. So, Schleichst du? Naja, ich renn. So. Mal kurz was gucken. Modifizieren. Schlitzer, ne. Genagelt. Ein Stock, wow, brauchen wir nicht. Ne, ne, wir haben noch keine guten Sachen. Ne, wir nageln keine Stöcke, das ist. Das ist abartig. Oh ja. Alter. Was denn? Das Geile ist, guck mal auf das Nummernschild. Ja, Dead Island. Ja, ja. Geil. Da haben die ja schon alles gedacht. Ja, ich mag solche kleinen Easter Eggs. Finde ich immer lustig, das zu entdecken. So, Zum Beispiel da bei MW3. Als wir Kelly's da worried about her husband Will. Zeitungs but I think he's probably okay. Ach ja. Do you happen to be nearby there? Ja. Can you see if you can find him? Was sollen wir machen? Scheiß Mitte. Eigenbaumachete. Suche nach Kellys Ehemann, einem Concierge namens William. Definitely. Oh, nehmen wir mal an. Ja. Name is William. Wenn he's about nicht six foot ist, one, ist er black hair, good looking. He's a concierge. He has a friend named Doyle who works in the Diamond District bungalows. I'm thinking maybe he's hiding Diamond out there. District. Ah, da müssen wir eh hin. Gut. Da müssen wir hin. Mit Auto? Nee, mit Auto können wir da nicht hin. Funktioniert der Automat? Getränkeautomat? Ja, die funktionieren immer. Kommt da was raus? Ah ja. Ja, für 5 Dollar ein Energy Drink. Warum haben die das nicht einfach aufgebaut? Keine Ahnung. Ich meine, da laufen Zombies rum. Echt so. Also das wäre mir da ziemlich egal. Naja. Kannst jetzt mal weilen. So, egal. Wir gehen mal ein bisschen weiter. Vielleicht schnitzen wir mal ein paar Zombies nieder, würde ich sagen. Blutet immer gut. Ja, und außerdem, wenn wir wieder zurückkommen, konnte ich dann mit dem Auto fertig sein. Ja. Also wir gehen erstmal noch ein bisschen, weil ich habe keine Ahnung, weil die Nebenquests machen könnten wir jetzt eigentlich. Ja. Sollen wir machen? Können wir machen. Wir machen mal einen, ne? Ja. Aber welche machen wir? Das wird ja langweilig. Ich würde sagen, nicht Asche zu Asche. Das machen wir nicht. Nee, das ist für die... Hole Benzin, suche nach Kellys Ehemann, William. Ja, da müssen wir eben verlaufen, also auf Sendung. Wir könnten uns bis zum Leuchtturm durchschlagen. Das ist aber übel. Sollen wir machen? Ohne Auto? Ja, komm. Scheiß drauf. Wir schlagen uns durch. Es sind schon 8 Minuten und wir haben noch nichts getan. Auf. Ja, ich muss nur kurz die Quest ausrüsten. Oh, hab ich schon. Ausrüsten. Ja, ich sage immer ausrüsten. Ich bin halt... Das ist Skyrim-Zocker. Skyrim ist eh das schlechteste Spiel des Jahres gewesen. Das hat mich so enttäuscht. Warum das denn? Nein, ich mochte es. Wollte schon sagen. Obwohl ich immer finde, so... gerade bei The Elder Scrolls, also so allen, also auch Oblivion, da fällt mir das besonders auf, weil das habe ich sehr intensiv gespielt eine Zeit lang, dass man irgendwie nach einer Zeit, du verlierst voll die Hauptstory aus den Augen. Das ging mir so. Da ist so viel, du weißt mit irgendwann gar nicht mehr, worum es geht. Ging dir das auch manchmal so? Ja. Also irgendwann dachte ich so, ja, muss jetzt da rein, aber warum nochmal? Oh mein Gott. Ich würde auch mal gern. Ja, hier immer stimmt. Wie fühlt sich das? Ich unterwegs. Oh mein Gott, dieser Sound gerade. Mit diesem schwarzen Zombie. Ich sag doch, Schwarze sind böse. Nein. Schwarze sind nicht böse. Schön. Ja, meine schwarze Seele. Oh mein Gott. Aber wird eigentlich. Weiß man eigentlich von Anfang an, warum jetzt die Zombie-Apokalypse ist? Nee, ne? Also. Nee, eigentlich nicht. Ich dachte schon, ich hätte irgendwas übersehen.
Nee, dachte ich am Anfang auch, aber eigentlich wird das nicht gesagt. Ich finde, manchmal habe ich auch schon Kapitel 10 oder so was. Ja, aber das ist oft so, dass das einfach nicht erklärt wird erstmal. Ja, das dann so, warum? Warum? Effekt bleibt. Ja. Wie bei DayZ. Nein, vielleicht hätte sich das ja nicht erklärt, wenn man nicht minus 4000 Menschlichkeit hat. Oh. Ja, komm. Das musste sein. Was ist da los? Darüber haben wir auch in der letzten Aufnahme geredet, wie komplett weg ist. Wow, shit. 3 Stunden. Der hat ein Messer. Schwacher Nagelhammer. Alles schlecht. Nee, der ist schlecht. Lass mal liegen. Kann man nur mitwerfen. Oh Mann. Kann die eigentlich werfen? Ja, die kann werfen. Ach so. Aber die ist halt nicht so doll, Ja, ne? Kann. natürlich. Die ist auf spitze Waffe. Das ekelt dich irgendwie, ne? Nein, nicht im geringsten, Alter. Aber warum machst du immer? Ich kann auch andere Geräusche machen. Ich kann Juhu sagen. Dann sag doch auch Juhu. Was für ein. Wie weit sind wir jetzt eigentlich im Part? Könnte jetzt schon. Ja. Ich glaube nicht, dass wir es noch bis zum Leuchtturm schaffen in Wir der sind bei Zeit. 11:30. Wir können also noch Juhu machen. Ja, komm, ich sollte Juhu sagen. Warum hatte der Seife dabei? Der will gut riechen. Auch Zombies wollen gut riechen. Oh ja. Ein Tipp für alle Knastis, lasst Wascht niemals die euch. Seife fallen. Aus welchem Film hast du denn nochmal? Also aus ziemlich jedem, wo jemand im Gefängnis ist. Ja. Ich habe mal so einen Film gesehen. Na, lecker. Schön Leichen. Das war irgendwas mit. Warte mal. Du, meine Mutter. Ich würde sagen, dann beenden wir kurz Ja, den beenden wir Part. den einfach. Bevor noch was Böses passiert. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Willkommen zurück. Bei Dead Island. Wir haben hier gerade ein bisschen im Menü rumgewurstelt und machen jetzt weiter und schlitzen die kleinen süßen Zombies weg. Tschüss. Und wir haben uns auch ein neues Thema überlegt, worüber wir heute mal schwatzen können. Oh Mann, die Messer sind kaputt. Egal. Sag du das Thema. Ich trau mich nicht. Bin zu schüchtern. Ah ja, Fächer, die die Welt nicht braucht. In der Schule. Ich meine, Ja. ja. Ja, vielleicht auch so China-Fächer. Wird ja passend zu unserer Protagonistin. Aber egal. Also, was ich generell total unnütz finde, sind diese drei Fächer. Sport. Ich Sport meine, ist cool. Sport ist cool, klar, ich mag Sport, aber es bringt nichts. Es bringt dich nicht Ja. unbedingt weiter. Ich meine, wenn ich mal irgendwo in der Bank arbeiten will, dann gucken die doch nicht auf mein Sportzeugnis. Ich meine, wenn du Sport studieren willst, aber. Das sieht man auch. Ich meine, wenn da so ein. Okay, wir müssen noch mal kurz hier Oh, drauf. bis gleich. Bis